Ich bin Vilde Vene, ich komme aus Estland. Die letzten 20 Jahre war ich Unternehmerin. Ich habe 2 Unternehmen mitgegründet und als CEO gehandelt. Als erstes habe ich einen erfolgreichen Exit zu einem großen Fintech gemacht. Eines der größten in Europa. Checkout.com haben uns vor ein paar Jahren gekauft. Und das zweite auch. Wir entwickeln und verkaufen eine Core-Banking-Plattform für Banken und Fintechs und dieses Unternehmen befindet sich in der Skalierungsphase. Ich bin letzten Sommer als CEO ausgestiegen, um es zu übergeben an andere Mädchen und Jungs und jetzt bin ich Vorsitzende des Aufsichtsrats von 1 estnischem Fintech namens Thunderbeam. Und dieses Fintech bietet Investoren die Plattform, um Beteiligungen an privaten Unternehmen zu kaufen und zu verkaufen. Ganz neu für mich ist diese Investmentseite und auch sehr interessant. Okay. Du bist eine zentrale Figur, habe ich gelesen, in Estland, im digitalen Zeitalter Estlands. Du wurdest in der Sowjetunion geboren und bist jetzt eine der einflussreichsten Personen in den baltischen Staaten oder auch in Europa. Wie bist du dahin gekommen? Was ist deine Lernreise? Ja, ich habe in den 80ern meinen Abschluss in angewandter Mathematik gemacht. Angewandte Mathematik hieß damals Informatik an unserer Hochschule. Und danach trat ich sehr bald einer Bank bei, fand sie einfach von Grund auf neu, nachdem Estland seine Unabhängigkeit zurückerlangt hatte und wir die Bank von Grund auf neu gründeten, die zu dieser Zeit physisch eine der fortschrittlichsten, ja sogar fortschrittlichsten in Europa war. Und das war die wunderbare Reise über 10 Jahre, wie man etwas Sinnvolles schafft. Mit eigenen Händen und Köpfen und deinem Team und wirklich etwas Großes schaffen. Okay. Und war es normal für eine Frau, eine junge Frau in Estland, MINT zu studieren? Ja, in meiner Gruppe, wir waren 20 und ich glaube, 14 von uns waren Frauen. Oh ja, es war zu dieser Zeit, es war wirklich üblich. Ich denke, es ist immer noch diese Zeit. Es war vielleicht häufiger als jetzt. Aber ja, wir haben viele Frauen im MINT-Bereich und auch IngenieurInnen. IngenieurInnen sind vielleicht weniger, aber ja, denn MINT ist nicht nur Ingenieurwesen. Es sind viele verschiedene Funktionen, viele verschiedene Dinge. Man muss viele verschiedene Rollen übernehmen. Ja, es gibt viel zu tun für Frauen. Ja, es gibt viel zu tun für Frauen und Männer. Natürlich ja. Wie erklärst du dir, dass in den MINT-Bereichen mehr Frauen aus der Sowjetunion kommen, aus Osteuropa, dann aus Westeuropa und Nordeuropa? Es hängt mit der Entwicklung der Gesellschaft zusammen, weil unsere westliche Gesellschaft sehr, sehr reich ist. Und es gibt viele Unternehmen, die sind sehr alt, die anderen Traditionen und vielleicht auch ein bisschen mehr, was Frauenrollen und Männerrollen sind. Sie ändern sich natürlich heutzutage, aber das ist schon lange so. Als wir Anfang der 90er anfingen, gab es null. Wir hatten nichts. Wir mussten alles schaffen und das sind auch die Frauen und Männer. Wir waren beide so motiviert. Und wir mussten unser Land aufbauen und das kommt wohl aus dieser Zeit. Und wie passen Sie sich dieser schnellen digitalen Entwicklung an, was wir im Moment mit künstlicher Intelligenz und allem sehen? Freut ihr euch alle darüber? Und ja, wie passt man sich an? Weißt du, ich habe meine Diplomarbeit über Sprachsynthese gemacht. Ja, das heißt,
Wir haben es versucht. Sie werden dem Computer beibringen, wie man Sätze bildet, die für Menschen verständlich sind. Es war nur der Anfang. Und wenn ich mir jetzt ansehe, was mit Ki passiert ist, besonders in den letzten paar Jahren, dann ist es enorm und es entwickelt sich schneller, schneller, schneller. Und natürlich ist es auch für mich beängstigend. Denn ich weiß nicht, ob wir als Menschen weise genug sind, all diese Macht auf dem Weg zu nutzen, um sie zum Positiven zu wenden. Um es wirklich auf die Solarenergie, unsere brennenden Probleme wie den Klimawandel und saubere Energie und die Nutzung all unserer Ressourcen zu wenden. Oder wir benutzen es für Dinge, die uns vielleicht zerstören. Und ich sehe auch den großen Wandel in der Gesellschaft. Denn die Technik übernimmt viele Funktionen, die wir Menschen früher getan haben. Und wie wir wirklich zu dieser sich verändernden Gesellschaft passen und unseren Platz darin finden. Und wirklich, es liegt wirklich in unserer Hand. Aber ich weiß nicht, ob wir weise genug sind, aber versuchen wir es. Lass uns schauen. Und wie lernt man zu verstehen, was passiert? Eigentlich sehe ich es überall. Ich sehe es überall. Ich sehe, wie sich Kindergewohnheiten zum Beispiel verändert haben. Wie sie in der Schule lernen, wie sie auch ihre Hausaufgaben machen. Das machen sie mit sich selbst oder sie würden sich dienen. Bitte gib mir Antworten. So ist es wirklich. Ich denke, wir sehen es. Wir sehen es jetzt überall. Und ja, es gibt sie. Es kann tatsächlich ein bisschen beängstigend sein, wenn ich es nicht mehr weiß. Es ist das Buch, das ich lese, es wurde von Menschen geschrieben oder es wurde zusammengesetzt und die Technologie hat Teile zusammengefügt und es sagt, dass es immer noch so interessant zu lesen ist und ich kann es genießen, aber es wurde nicht mehr von uns geschaffen. Und integriert ihr es in euren Unternehmen? Ja, es ist. Wir arbeiten für Banken und auch Fintech, aber hauptsächlich für Banken. Und ich kann wirklich sagen, dass es noch nicht in den Banken ist, ist dieser Wandel noch nicht in den Banken. Okay, es gibt einige Versuche, aber Banken verlassen sich immer noch sehr, besonders in der westlichen Welt, auf die sehr, sehr alte Technologie. Und was ich sehen möchte, ist, dass Banken in der Lage sind, diesen Sprung zu wagen. Und dann können sie sich wirklich ändern. Und ändern sie die Technologie, die sie verwenden, und profitieren sie wirklich von dieser Technologie. Und das ist genau das, was mein Unternehmen TUUM tut. Okay, du bist also schon lange Unternehmerin. Was fasziniert dich an deiner Reise? Du arbeitest ja nicht nur in der Technologie, du musst auch Unternehmen aufbauen. Und du musst menschliche Entwicklungen begleiten, Human Ressourcen aufbauen. Was fasziniert dich daran? Ja, ich habe mich schon immer sehr mit Menschen beschäftigt. Und Teams. Es gibt da etwas, als ich früher in der Bank gearbeitet habe. Da, glaube ich, habe ich zwei Dinge gelernt. Ich als Führungskraft muss nicht alles wissen. Ich bin nicht einmal in der Lage, es zu wissen. Aber ich habe meine Leute, ich habe mein Team und wir schaffen diese Dinge zusammen und es geht um Vertrauen und darum, wie die Menschen in den Teams arbeiten und wie sie ihre Kreativität entfalten können. Und das macht auch einen Unterschied. Warum ein Team? In der kurzen Zeit etwas wirklich, wirklich Wunderbares und Sinnvolles schaffen kann,
Ein anderes Team bestehend aus Menschen mit gleicher Ausbildung, gleichem Wissen ist dazu nicht in der Lage. Und als Führungskraft und als Unternehmerin habe ich meine Rolle gesehen, die diese Kreativität in den Menschen entfesselt und dieses Vertrauen und diese Kultur und Organisation und Dinge geschaffen hat, die Menschen dazu in der Lage sind. Weil wir so viel Einsicht haben und in der Lage sind, so großartige Dinge zu tun, aber manchmal tun wir es nicht, weil wir nicht genug Vertrauen haben. Wir haben nicht genug. Ja, wir fühlen keinen Teamgeist. Du denkst also, dieser kulturelle Unterschied zwischen diesen beiden Teams, eines, das sich anpassen kann, und eines, das nicht kreativ ist als Team. Denkst du, dass es eine Denkweise ist? Ist es ein Unterschied in der Denkweise oder ist es ein Unterschied zum Beispiel zwischen Estland und Deutschland? Denn wir sind alt und stabil und hierarchisch und so. Weißt du, jeder hat natürlich sein Paket. Was wir aus unserer Vergangenheit gelernt haben. Und es beeinflusst wirklich unser Verhalten, wie sehr wir unseren Kollegen vertrauen. Und natürlich denke ich, dass Hierarchie. Ist wirklich das, was die Menschen nicht wirklich ihre ganze Kreativität, all ihre Fähigkeiten nutzen lässt. Und wirklich Teams bilden, die wirklich großartige Teams sind. Und wenn Hierarchie auch immer so war, dass eine Person höher ist als ich. Und dann gibt es höhere, wenn ich bereits das Gefühl habe, dass mein Manager oder meine Führungskraft höher ist als ich. Es hemmt mich schon. Wie man eine Kultur schafft, in der wir ein Ziel haben, wir haben eines. Es ist nicht wichtig, was meine Rolle im Team ist. Es ist immer wichtig. Ich kann Leiter sein, ich kann Assistent sein, ich kann Tester sein, ich kann Ingenieur sein. Aber wir alle sind wichtig, um dieses Ergebnis zu erzielen, und das ist schwierig. Es ist schwierig. Die Kultur zu verändern ist das Schwierigste. Und es kommt aus der Vergangenheit und ich habe es oft auch in Estland gesehen. Es ist nicht nur ein deutsches Ding. Denke das nicht. Dieses Vermächtnis haben wir auch schon, denn wir sind jetzt schon mehr als 30 Jahre alt. Wir haben unser eigenes Vermächtnis geschaffen. Aber ich denke, wie wir unser ganzes Potenzial wirklich nutzen können, ist, Menschen zu vertrauen, sie zu motivieren und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie selbst sind. Sie sind in dieser Sache wichtig. Was wir tun, wir alle haben unsere sehr wichtige Rolle im Team. Ich möchte auf deine persönliche Lernreise zurückkommen. Worauf freust du dich, was du in naher Zukunft lernen willst? Ja, weißt du, als ich letzten Sommer den Posten des CEO gekündigt habe, bin ich dann wieder zur Schule gegangen. Ja, ich bin wieder zur Schule gegangen. Ich habe vor 7 bis 8 Jahren angefangen, etwas zu lernen, was ich eigentlich machen wollte, und bin zum Scandinavian-Castell-Institute gegangen. Mehr zu studieren, mehr über menschliches Verhalten, menschliche Psychologie, Organisationsverhalten und mein Ziel zu lernen. Mein Ziel ist es, wenn ich in 4 Jahren meinen Abschluss mache, vielleicht natürlich schon, bevor ich anfange, in diesem Bereich zu arbeiten, Organisationen und Teams helfen zu lernen, wie sie sich selbst helfen können, besser zu werden. Und das ist wirklich faszinierend. Oh, das ist großartig. Weißt du, ich habe in diesem weniger als einem Jahr schon so viel gelernt. Weißt du, wenn ich es vorher gewusst hätte, vieles hätte ich anders gemacht. Und vielleicht wäre das Ergebnis sogar noch besser geworden.
Und das ist eine Art Unistudium? Ja, es ist eine private Universität, eine Privatschule. Es ist ein vierjähriges Studium. Und ja, und danach kannst du eigentlich als Therapeutin arbeiten. Du kannst ein Organisationscoach werden. Ja, das kannst du. Ja, aber du bist zertifiziert. Es ist großartig. Das ist wirklich toll. Wir konzentrieren uns also auf unsere Zielgruppe. Das sind vor allem Frauen ab 45 und die meisten von ihnen sind noch nicht im MINT-Bereich engagiert. Aber was würdest du ihnen empfehlen, um loszulegen? Weil es im Moment viele Jobmöglichkeiten gibt und wir sie brauchen. Wir brauchen sie alle. Was empfiehlst du? Ja. Weißt du, heutzutage, wenn man an Technologie denkt, es ändert sich, zumindest ist es nicht mehr so, dass Technologie etwas ist, das entwickelt und angewendet wird, und die mysteriöse IT-Abteilung, die niemand wirklich versteht, und diese Typen sind hinter ihren Türen, dass sie einige Wunder vollbringen, wissen sie. Aber jetzt ist sie überall, heutzutage ist sie in unserem Leben und das bedeutet auch, dass es so viele Rollen gibt. In diesem Sektor können wir erfüllen und wir können wählen. Vielleicht ist es nicht das Richtige, mit einem Ziel beginnen zu studieren, der beste Java-Ingenieur zu werden. Vielleicht ist das nicht das Klügste. Beginnen Sie mit kleinen Schritten. Und vielleicht wählen Sie am Anfang etwas, das Sie wirklich interessiert. Es hängt auch ein bisschen mit Ihrem Weg zusammen, mit Ihren bisherigen Erfahrungen. Wenn Sie beispielsweise eine Künstlerin oder Ähnliches sind, verwenden Sie die Rolle des visuellen Designs oder der Benutzererfahrung oder des agilen Produktbesitzers, was sehr, sehr wichtig ist, weil es eigentlich spezifiziert, was die Lösung tun muss. Und wie es aussehen muss, es ist wie eine Anforderungsspezifikation. Oder wenn Sie sehr, sehr korrekt sind und Ihnen die Qualität sehr am Herzen liegt, dann wählen Sie Qualitätssicherung, Tests oder Kommunikation, Kundenbetreuung. Mit dem Kunden sprechen, seine Probleme lösen. Es gibt so viele Rollen. Beginnen Sie mit ihnen und gehen Sie dann Schritt für Schritt weiter. Ja, du wirst vielleicht herausfinden, oh, das ist auch so interessant. Ich möchte obendrein noch ein bisschen programmieren lernen, um besser zu verstehen, was Ingenieure schreiben, und dann bekommt man Schritt für Schritt diese beiden Ingenieurfähigkeiten. Es gibt so viel zu tun und denken Sie nicht, dass es etwas für andere Leute, für junge Männer ist. Denn heutzutage denke ich, die Technologie existiert nicht, sie hat keinen Wert nur als Technologie für sich. Es geht darum, wie wir die erwartete Technologie nutzen, wie wir Technologie anwenden, um Probleme für die Welt und für die Menschen zu lösen, die wirklich die Probleme in unseren Händen sind. Und dann bekommt die Technologie ihren wahren Wert. Und es bedeutet auch, dass, wenn Sie reifer sind, Sie nicht mehr in Ihren 20ern sind, Sie viel mehr Lebenserfahrung haben und ich denke, Sie können es sehr leicht zu Ihrem Plus machen, nicht zu Ihrem Minus. Glauben Sie also, dass es in Zukunft Branchen geben wird, die nicht technologiegetrieben sind? Je mehr ich darüber nachdenke, denke ich, dass jeder Sektor in Zukunft ein Technologiesektor sein wird. Ja, ich denke schon. Und diese Zukunft ist sehr, sehr nahe. Diese Zukunft ist sehr nahe, weil Technologie überall ist. Und wenn Sie schon schauen, wie Universitäten heutzutage lehren. Meine Tochter ist eine Künstlerin, die Keramik macht. Ja, eine sehr, sehr andere Art von Kunst. Und sie hatte ihr Praktikum in Chile. Und dann zeigte sie mir, Mama, was mache ich jetzt? Und es ist, oh, es ist Java Code. Und sie programmierten die Installationen, die sie erstellten, mit der auf Java basierenden Spezialsprache.
Das bedeutet, dass Technologie auch bereits in der Kunst steckt. Ja, es ist überall, überall. Also studierst du jetzt wieder. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Ich denke, ich werde mein neues Unternehmen gründen, das sich wirklich darauf konzentriert, Teams beim Wachsen zu helfen. Ich habe bereits viele Ideen, wie ich es mache, und das heißt, es gilt sehr ernste Dinge und es macht Spaß, zusammen zu kombinieren. Ja, das Ziel ist es, das Vertrauen zwischen Menschen aufzubauen, um Superteams zu bilden, die wirklich etwas Wunderbares für uns zu schaffen. Aber es geht um Menschen. Das ist perfekt. Vielleicht komme ich auf dich zurück. Sonntag. Vielen Dank. Danke für deine Antworten und deine Gedanken. Vielen Dank für deine Zeit und danke.